Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft City Construction Challenge. Hier springt uns schon wieder jemand ins Gesicht. So, ja, also wir sind immer noch in der ersten Phase, sind das letzte Mal hier gestrandet und dürfen uns gerade mal mit Holzwerkzeug und unseren Händen begnügen. Ich hab ein bisschen Holz mit. Und ihr seid da drüben noch am Häusle bauen? Ja, ein Haus ohne Dach. Rang 2, starte Farm. Wird ja erstmal das Dach von der eine, vom einen Haus fertig baue, bevor ich ein neues Haus anfange, da wird da kein Dach drauf setzen. Oh, da ist doch schon ein Dach drauf. Wollte ich gerade sagen. Ich farm Holz. Bitte Brücke da. Kümmert sich jetzt jemand Kompetentes ums Haus? Bitte wer? Kümmert sich jetzt jemand Kompetentes ums Haus? Bitte welche wer? Farbe? Hinks, was machst du denn hier? Hat noch jemand Saplings? Wir wollen ja was aus. Ja, aber mäßig ich hier drüben. Ich werf auch welche in die Kiste. Nötig. Ja, okay. Also, ja, ist doch groß genug. Das wäre doch aber so, wär total zu leicht. Ja, okay. Aber da muss ja. Ich will ja später auf den Hügel was bauen, ne? Und dann muss hier sowieso irgendwann ein Raum rein, also höre ich das schon mal aus und fange hier schon mal an, einen Raum zu bauen. So. Also du willst was weg. Auf den Hügel bauen, deswegen muss in den Hügel ein Raum? Okay. Ja. Macht in meinen Augen fantastischer Sinn. Ist eigentlich eine Angel erlaubt? Ja. Aber der Fisch also, kann mir da nicht wirklich grillen. Das ich glaube, wir brauchen auch um die nächste Etage zu Etage. Die nächste, hilf mir mal auf die Sprünge, ich komme gar nicht auf das Wort. Stockwerk? Haus? Nein. Stufe? Nein. Nächste Stufe. Ja, nächste Stufe. Das die relativ gut. Brauchen wir dafür nicht ihr Essen? Ja. Seht ihr daran, Moment, ich muss zugeben, ich kann es ja gerade nicht offen haben nebenher. Kann mal einer nachschauen, ob da auch schon Essen mit dabei war? Mir deucht nämlich erst fürs nächste. Ich glaube, Essen ist nie eine schlechte Idee, Axel. Mir deucht, ja. Der schmeißt mit Fremdwörtern um sich. Na, hier mal einen Dreck. Ganz kurze Frage. Ich hab noch Dreck. Wie soll denn die Tree Farm hier funktionieren dann? Die funktioniert so, dass durch die Fackeln in diesem Raster jeder genügend Licht bekommt, sprich, es wächst hier Baum an Baum an Baum an Baum und am Ende fällt man mehr oder weniger nur noch Holz ab. Okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Aber wichtige bei der Farm ist, man sollte sie erst abbauen, wenn sie wirklich komplett gewachsen ist und jedes Blattdingensen muss man auch per Hand weghauen, sonst bekommt man am Ende zu wenig Saplings raus. Okay. Ich würde es dann nur für die tatsächliche Tree Farm, die natürlich wir dann später bauen müssen, da würde ich eine machen, die etwas, naja, realistischer ist. Ja, natürlich, aber für den Anfang ist jetzt so für den Anfang besser. Ja, mit allen zugekniffenen. Haben wir eigentlich schon genug, um schlafen zu können? Also ich habe gerade noch mal Schafe noch gemacht. Ich habe noch zwei Betten. Wolle. Ich habe noch zwei Wolle dabei. Ich habe auch noch fünf. In der Kiste Wolle gibt's auch noch. Ich werf's in die Kiste. Und ich hab auch noch mal ein Stack Kohle dabei jetzt. Im Bett ist auch drin. Und ich hab einen Lederhut dabei. Ja, mach hier mal noch hier. Nee, zwei Lederhüte. Sehr cool, da kann ja dann schon demnächst einer mit einem Bergbau anfangen. Sechs Fische und zwei Lederhüte. 100 Dirt, Keks, 100 Dirt. Dahin mache, was weil macht ich ihr denn hier? Hier da, so das zu lassen. Ich pflanze mal die nächsten Seeds. Dachte, wir machen Planken drüber. Wenn du Dreck brauchst, dann mach doch hier den Hügel kaputt, dann musst du sowieso weg. Haben wir jetzt eigentlich genug Betten? Ich baue gerade die letzten. Wir könnten genug machen, ja. Dann könnten wir uns hinlegen und wieder Tag über Hügel machen. Und Moment, wie viele sind wir nicht? Wie viele sind wir? Acht? Acht Stück, glaube ich. Mhm. Da reicht ja ein Bett noch. Hat das Platz? Ey, ich kann eben Kings pennen. Way. Ja. Ja. Messi, wir kennen das ja. Wir machen es übrigens so kurz zu eurer Erklärung, dadurch, dass ja auch noch andere auf dem Server spielen, sobald alle von der CCC liegen, wird getagt, sozusagen. Wer fehlt? Komm kuscheln. Ich? Oh, sorry, warte. Nicht, dass man mich vermisst. Moment. Nee, vermissen tun wir dich auf keinen Fall. Weiche bist du nochmal? Warte. Muss ich erschlagen. Tür ist zu und so?
Und sind wir alle da, ja? Ja. Es ist zwar auf eine merkwürdige Art. Okay, aufstehen. Dang. Oh Gott. Super, es sind Leute so, die Stimmung bleibt einfach im Bett liegen. Mulcho, du atmest ziemlich ins Mikro, glaube ich. Irgendjemand tut's zumindest, ja. Ich glaub's nicht, Mulcho, was vom. Das erkennen. Nee, ich hab Pusher-Talk an. Ich pushe nie, wenn ich atme. Naja, Pusher-Talk buggt bei TS3 manchmal. Ich glaube, ich hab deinen Atem erkannt. Bin mich sicher. Ist klar. Weil sich das auch nicht alles absolut gleich anhört, wenn jemand atmet. Nee, das hört sich nicht gleich an, weil die Mikros sind unterschiedlich und dann kommt es unterschiedlich rüber. Also, okay, ich war gerade die Diskussion über Hügel hatten. Pusher oder Creeper, da will ich umbringen. Ich wieder recht. Umbringen? Umbringen ist gut. Oh, guck mal, ich habe ein Achievement bekommen. Monster Hunter. Heißt nicht eine Spielereihe so? Ja. Bestimmt. Wir haben jetzt 1,5-6 Kohle. Also okay, um nochmal auf diesen Hügel zurückzukommen. Du möchtest gern diesen Hügel bebauen. Dafür möchtest du den Hügel vorher aushöhlen. Und wenn ich Dreck baue, soll ich den Hügel abbauen, weil wir den Hügel nicht mehr brauchen? Nein, komplett aushöhlen. Ich möchte nur in den Teil so einen kleinen Hausanbau an den Hügel ranbauen. Ach so, sozusagen die natürliche Höhle... Leute, wir haben ein Dach. Ja. Wir haben ein Dach. Yay. Da wie sieht's mit den Holzfällern aus? Mal, Thomas, ich die Drecktreppe da noch wegbaue oder soll ich da bleiben? Nee, ich dachte, das ist eine schöne Deko oder so. Ich fälle gerade noch im Wald. Ich hab Lederschuhe bekommen. Da lief was schief. Das ist scheiße. Was denn da passiert gerade? Da lief voll was schief. Mein Timelapse-Kumpane wurde gekickt. Ich hoffe, dass das Sichtfeld noch scheiße. Schade. Mulcho, könntest du ihm ein Game geben? Ist schon. Nur und der Atmos übrigens Kicks. Ah. Nee, das war nicht dieselbe Atmung wie vorhin. ich werde das jetzt gar nicht weiter kommentieren. Wir machen das einfach so wie vorhin. Wer ist dafür, dass es Keks war? Ich. So, passt. Ich weiß doch, wie Keks atmet. Doch, ihr seid doch alle Verräter. Meuterei. Meuterei? Also warst doch du der uns gegen die Felsen gefahren hat. Mehr Dirt. Mehr Dirt? Ich baue hier auch Holz rein. Mulcho, es ist Dreck, bitte, also... Schluck mein Dreck, Mulcho. Erde. Man kann dann wohl denn den hier. Willst du nicht jetzt verbauen? Den hab ich gefarmt, du. Echt gefarmt? Ja. Mit deiner Dreckfarm. Also das, die Fischerei hier ist recht interessant. Ich hab einen Stein aus dem See gezogen. You saved the pig's life, oder wie war das? Ja. Der Server hat so ein Plugin drauf. Ganz interessant. Ach, ich dachte, das funktioniert schon rein. Au. Ach, das kann ich gar nicht. Nessie, du wirst dann wieder viel Spaß haben beim Angeln, wenn du die ganzen Katzen hauen willst. Ja. Crazy Cat Lady. Naja, jedem das seine. Ich vergesse doch jedes Mal das Rezept von der Angel und mach erstmal einen Bogen. Ja. Das ist klar, das ist auch so gleich, ne? Kann man verwechseln. Ja, String und Holzstücke, also schon so ein Stück. Was benötigen wir noch? Zwei Häuser, oder? Mindestens. Sehr viele Häuser auf jeden Fall, ja. Das Farmhaus als Haus. Ja, wenn man nicht drin schläft, nicht wirklich, oder? Ich hab zwei Knochen geangelt, ey, Angeln gemeint. Lohnt sich echt. Ja, nur drei Häuser gefordert. Braucht man fürs Angeln zwei Strings oder drei? Zwei. In welche Reihenfolge? Böser Enderman, geh weg. In der Diagonale, die Sticks und dann zwei runter. Ach so, diagonal. Ich hab's so ähnlich angeordnet wie beim Bogen. So, ich baue jetzt mal als nächstes ein Haus. Yay. Oh. Nessie, bauen wir uns auch wieder eins? Ja, hast du Holz oder so? Ja. Ich durfte gerade Katzen holen, aber nur gut. Ich hab jetzt schon. Ja. Ich hab 2,5 Stacks Holz gerade, also Bretter. Es ist übrigens effektiver, bei Regen zu angeln.
Also ich habe jetzt 18 Fische, 4 Knochen, 3 Tintensäcke, 4 Knochen Mehl, 3 Fleisch, Schuhe und String und Dirt geangelt. Wie viele okay, Pickets? Ich nehm den nächsten. 3 oder 4. Achso, ich brauche eine Schaufel. Ich hatte eine übrig und einen Hangisch. Wäre sehr cool. Oder komm einfach, ich bin Sternfarm gerade. Ich brauch's eh nicht, ich angel. Du angelst, ach da hinten bist du. Ja. Bin 11 Fische. Ja. Irgendwas Seltsames ist mit unserer Baumfarm passiert. Danke dir. Ein großes grünes Gebüsch. You found a wooden bowl. Cool. Halt jetzt eine Gebüschfarm. Bier. Eine Holzschüssel gefunden. Oder für mich ist eher ein Bierkrug. Ach so, beziehungsweise Muncho, willst du hier hinten aus dem kleinen Teich irgendwas machen? Weil dann kann ich den auch stehen lassen. Ansonsten hätte ich den jetzt so halb zugeschüttet. Nee, dann hätte ich was getan. Warum möchtest du ihn töten? Okay, was zu unserem Durfteich machen, also. Durfteich. Meinst du vielleicht mit Brunnen? Rettet die Teiche. Ich möchte diesen Teich mal besuchen. Jede Minute vergehen 60 Sekunden für den Teich. Schau nicht weg. Auf geht's mit der Safari. So, Teich. 16 Fische. Mann, geht das einfach. Du hast für sie noch nicht beraten können. Ja. Aber ich meine, wo kann man die Dinger auch noch essen? Ja, dieses, aber da zählen diese, sie. Dieser Mini-Tümpel da, ja. Ja, dieser Mini-Tümpel hier hinten bei mir. Hm. Ah, ich denke, den brauchen wir nicht mehr. Okay. Also, wer Holz braucht in der Kiste, ist jetzt wieder genügend, weil ich farm gerade die Holzhauer. Ich brauche Holz. 20 Fische. Ich habe bis jetzt nur ein einziges Mal keinen Big Catch gekriegt. Was ist denn gerade los? Unser Top-Angler. Ich hab dir mein Glück geklaut. Glaub's auch. Das macht er so. Ups. Glück, ganze Tag, nichts Besseres zu tun. Das zweite hässliche Haus ist fertig. Ja, ich möchte ja auch mal explizit einen Tadel an den Architekten aussprechen. Dem schließe ich mich an. Ich geh mal es mal. Ist abstrakte Kunst. Das ist Kunst, also, Alter. Wenn du auf Funktionalität plädiert hättest, ne, wäre es ja nachvollziehbar, aber abstrakte Kunst? Oh oh. Oh oh. Da bist du bei uns Ingenieuren auch an der falschen Adresse. Das ist... Ach, dann baut's halt besser. Okay. Sagt einfach, es ist Minecraft. Ich brauche euch nicht. Es ist, muss es ist so eckig. Viereckig sein, also echt. Also ich mit dem Holz. Genau zu, was du hier jetzt für Müll machst. Also mit einer Holzaxt Holz hacken ist jetzt nicht wirklich viel schneller wie mit einer bloßen Hand, oder? Ja, doch, schon schneller. Ja, schon. 1, 2, 3, 4. Okay. Bisschen. Kommt daher, dann haut er mich einfach mal und oh mein Gott, ist das Haus hässlich, das sehe ich jetzt erst. Oh Mann, das ist ja ein Holzbunker. Wir werden eben kaum Probleme mit Atomwaffen kriegen und selbst wenn, dann bringt Holz nicht sonderlich viel. Die Ecke Holztreppe an das Seil ist hinaus wie so eine richtig schlechte Frisur. Ja, ich auch schon. Ich wollte jetzt eigentlich auch hier Halfsteps draufklatschen, aber dazu haben wir nicht genug helles Holz. Alter, dann muss ich ihm einfach noch so dicht an die Tür klatschen, weil das sieht echt. Das ist Verlisser 2.0. Ah. Boom, wir bräuchten. Können wir mal kurz ein Foto machen mit dir, das kann er, und ein. Häusern? Hey. Nennen wir es mal Haus. Das Haus heißt Herbert. Nein, das könnte man als Referenz nehmen für zukünftige Objekte. So nicht. Also das kommt ganz vorne auf dein Portfolio drauf. Lass mich halt in Ruhe, reiß ich die halt wieder ab. Könnt mich alle mal. Okay. Tag 2. Die Herbert ist geboren. Die ersten Siedler
kommen schon an ihre Frustrationsgrenze. Meine Axt ist kaputt. Ich reiß sie gleich aus. Manche kommen einfach damit klar, mit der Situation. Stimmt. Abgeschüttet von allem Luxus. Von Leuten, die in ihre Häuser bauen. Spinne im Dorf. Ihr wisst schon, eigentlich muss ich gar kein Haus bauen. Mein Haus steht schon im Gegensatz zu euren Häusern, ja? Ich baue hier ein Haus. Farm, ich dachte, das wäre nur so ein Schuppen eigentlich. So. Kann ich nicht auch in meiner Farm? Das wurde. Haus, das erste Haus, wo die ganzen Dinger drin stehen, das hab ich gebaut, Leute. Ich. Ach, das ist ein Haus. Ich dachte, es wäre ein Holzhaus. Deshalb ist es so hässlich. Ach so. Unsere Baracke. Ich nehme mal ein bisschen was von dem Sushi hier. Ich hätte auch noch Sushi. Wisst ihr was? 30 Stück. Baut eure eigenen Häuser. Ihr bezahlt ab jetzt Miete bei mir. Jeden Tag 2 Äpfel. Dann würde ich gerne mal von dir die Miete für das ganze Holz da verlangen. Das Holz hab ich selber gefarmt. Hältst wohl gern. Hältst du wohl gern. Ja, ja, ja. Ja, gibt's dafür ein Videobeweis? Alex, ja, oder? Ja, gibt es. Ich war am Holzfarmen. Ich hab keine Ahnung. Ja, also dann gibt's einen. Und im Zweifel. Für den Angeklagten, hast du recht? Nein, wir sind leider nicht im 21. Jahrhundert, das spielt hier um einiges früher, also sorry. Nee. Aber wir haben uns noch keinen Anspruch geeinigt, dass wir jetzt eine Diktatur aufziehen können. Ne? Also warte mal, in der 5. Stufe wird, glaube ich, ein Galgen zur Freude gerichtet. In einem fiktionalen Universum, das spielt in gar keiner Zeit. Ich habe gerade Dirt geangelt, Depp. Und hier hat mich gerade jemand fast umgebracht, der jetzt davon rennt. Er hätte es wohl gern, ich war sicherlich nicht. Wanne Thomas, der sich gerade hinter seiner Baracke versteckt. Apropos Baracke, dann demnächst schlafen? Ja. Lukas, du darfst bei mir nicht mehr schlafen. Such dir dein eigenes Haus. Was macht hier der Blumenstrauß vom... egal. Was steht eigentlich auf zweimalig eine Faust im Rücken oder ein Schwert oder was immer das war? Oh. Also so ein Strafkatalog hätte ich da gerne. Was auch in der Art. Ansonsten muss wohl die Selbstjustiz walten. Ja, wir schlafen mal, ne? Ach. Ihr werdet dann alle einfach an Pranger gestellt und mit Eiern beworfen. Also ich hätte gerne was. Ja, weißt du, das überlebt, das ist so. Der legt sich in mein Bett. Das kann nicht sein. Au. Okay. Ich mich in dein Bett. So. Hast du ihm gerade das Bett unter dem Hintern weggebaut, oder was? Nein, das war Lukas. Das war Keks. Auf Prinzip. Oh. Kissen du bist an einem Stuhl. Was? Sag mal. Ja, du hast angefangen, hier irgendwelche Bette unter Leute wegzubauen, die schlafen. Das ist nicht. Du baust es nicht. Tut weh. Wollen die eigentlich alle verarschen? Geht schlafen, Mensch. Also wirklich. Sonst kommt der Baba. Ich will nicht mehr neben dem schlafen. Abend des dritten Tages, die ersten Streite haben angefangen auszubrechen. Okay. Ja. Zwietracht hielt Einzug in die Kranke. Danke ihr. Dann. Morgen. Wir. Der Tag 3. So. Wir irgendwie durcheinander. Jetzt reicht's mir. Wow, oh, Creeper. Creeper? Creeper? Da ist noch einer. Leute. Ja, schön ins Beet. Das ist Lukas. Nein. Nein, Vorsicht. Wow. Nein. So. Oh, ist super. Er hätte den nicht nochmal gehauen, der war noch aggressiv. Wen hat's gesprengt gerade? Aua. Okay, wie war das? Tag 4, ja. Wir haben den Fehler gemacht, nochmal auf den Typen drauf drei. Zu hauen, nachdem ich ihn geschlagen habe. Okay, Tag 3. Tag 4. Tag 3 oder Tag 4? Leute, Tag 3 oder Tag 4? Neben meiner Hütte. Du darfst nicht mehr in meiner Hütte pennen. Wir haben erst einmal geschlafen. So. Thomas, ich habe gerade versucht zu retten. Ja, die erste Nacht ist so egal, weil es nicht funktioniert, wie es aussieht. Ja, weil ihr nochmal draufgehauen habt. Dann wollt ihr nicht auf euch aggro. Eben. Wir haben das zweite Mal gepennt, das wisst ihr schon. Tag 3. Ja, Tag 3. Ja. Ah! Richtig, das sehe ich auch so. Da ist ein Skelett drin, Kirk, da ist ein Skelett drin! Ja, ich hab's kaputt, Kaube. Ich denke, für den Start von Tag 3 schreibe ich erstmal gar nichts. Du meinst, du bist das doch nicht ganz so negativ. Ich lasse das auf mich wirken. Ich glaube, Tag 3 ist mein Tagwerk hier, diese seltsame Hütte zu verschönern. Du musst Tag 3 an ein abscheuliches Hütte. Grünes Monster reiste zwei Zerriss. Unserer Kameraden. Reiste. Wir sind hier deutsch, ne? Also hat gerissen tun.
Ach, wie wäre es, wenn man die hässliche Weizenfarm mal komplett abbaue und dann alle Samen dafür verwende, die schöne Weizenfarm zu bepflanzen? Ne, warte, bis die auf ist, denn, weil sonst verschwinden die Samen manchmal einfach. Hältst du deine Weizenfarm für was Besseres? Das war Mulchos. Achso, gut. Kann mir was helfen? Ganz kurz helfen? Weil Katzen helfen ja gegen Creeper. Wenn man jetzt eine Katze vor das Haus setzen würde, würden keine Creeper mehr kommen. Aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, eine zu tamen, obwohl ich der Fisch gegeben habe. Oh. Finde das komisch, ja? Also es gibt gewisse Grade von Unfähigkeit, aber... Nee, ich habe noch 33 Fische, wenn du was brauchst. Ja, keine Ahnung, ich habe der Katze Fisch gegeben. Ja, mit der rechten Maustaste, ja. Ja, wenn du aber einem Hund zum Beispiel Knochen würdest, ist der auch nicht sofort gezähmt, oder? Ja, klar, ja, ich habe dir recht viel Augen gegeben und sie hatte Herzchen im Kopf. Und das macht sie doch eher rollig, aber nicht irgendwie. Rollig, ja. Ja, rollig. Warte mal, was genau wolltest du mit der Katze machen? Warte mal, was genau? Ist was nicht verboten? Sodomie-Verbot? Ich glaub schon. Das müssen wir noch ausdiskutieren. Das machen wir aber bis zur nächsten Folge, denn die Zeit ist schon wieder um. Das heißt, ja, unsere vier halben Häuser stehen schon mal. Und beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich Phase 1 so langsam beenden. Bis dahin, stay frosty.